Der nächste Wagen wird teuer. Wenn es nämlich eine Corvette wird. Und die werden wir zum Drifter ausbauen. Also ja, der nächste Wagen wird teuer. Weil ich auch voll Bock auf Driften hätte. Ah, ich hab's auch so viel Bock hier. Hey, guck mal, das bin ich. Weil man so sieht, 240, was sie da brauchen. Oder was braucht er? Ah, da. 240. Naja, gut. Oder 220 oder was weiß ich. Was brauchst du denn hier eigentlich? 270? Experimentell? Hm. Habe ich nicht schon mit dir letztens was gemacht? Wie viel haben wir? 100.000. Aber wir müssen eigentlich rein theoretisch erstmal wieder wechseln auf unser Auto. Weil wir sonst gar nicht mehr wirklich weiterkommen. Sieht aber nach einer entspannten Offroad-Runde aus da. Das sah ja nur noch so einen kleinen Umkreisfahren aus. Das können wir nochmal machen. Wie gesagt, ich mag wirklich Offroad. Ganz nervös. Guck mal, wir sind Offroader. Wir dürfen das. Als Offroader darf ich das. Okay, das sieht aus wie so ein Rundenkurs hier irgendwie. Wie so ein Offroad-Rundenkurs. Also so ein Speedtrail. Haben wir immer noch einen Platten? Das ist jetzt das Offroad-Gate. Oh, guck mal, mit Sprüngen. Süß. Ja, erstmal. Oh, Auto, komm. Mach hier nicht einen auf Schuh. Ich kann gar nicht. Wo waren die denn lang? Naja gut, soll mir egal sein. Ich fahre hier meine Runde. Das sollte man nicht machen. Das sollst du eigentlich vermeiden, die Sprünge. Weil sie dir ja auch nichts an Speed geben. Sondern sie sind halt einfach nur da. Wir sind da, um Nitro aufzubauen, wenn man das Ding drinne hat. Aber ansonsten würde ich die nicht so, würde ich sie ungerne machen. Weil du halt in der Zeit keine Geschwindigkeit generieren kannst. Und der Controller vibriert und vibriert und vibriert. Das alte Halbhahn. Hey, warum fahren die mal alle da lang? Hä? Das dürfen die außerdem gar nicht. Die umfahren jedes Mal den Ding da. Ich sag ja bloß. Just saying, da. Just saying. Wenn ich hier aber so einen Checkpoint umfahre, weißt du, dann kriegt er wieder Ärger. Guck mal, wie die da einfach langfahren. Die umfahren einfach diesen Checkpoint. Hört auf damit. Das ist ungerecht mir gegenüber. Ich muss doch auch durch den Checkpoint fahren. Du Nudel. Dann fahren die Schweine einfach den Checkpoint. Tschüss. Hui. Oh, hat man nicht mehr gesehen. Ich wollte gerade huin. Huin, buin. Fahren hier den Checkpoint. Der kriege ich ja wohl einen da. Gut, das war easy. Ich werde 310 haben. Der eine hatte Stärke 310. Wo bist du denn? Du bist so hier in der Nähe.
Was? Ich habe 2 Sterne in einer Speedtrap schon geschafft? Was ist das denn? Na, ob das was wird? Na klar. Ah! Geschafft. Ich hab's geschafft. Es war knapp. So. Aber wir gehen wirklich zurück zur Werkstatt erstmal. Und gehen, denke ich mal, wieder auf unseren Kravenzmann. Um noch ein bisschen Geld zu verdienen, damit wir genügend Geld für den Driftwagen haben. Haben wir jetzt ein bisschen Offroad-Spaß gehabt? Jetzt muss Driftspaß kommen. Hey, ich hoffe, die Cops machen dir das Leben nicht allzu schwer. Das Einzige, was man hier halt noch ist, ne? Ist halt das, aber das gibt halt auch nur einen Punkt mehr. Klar kann ich es einbauen, aber gerade nicht. Gut, dann tauschen wir unseren. Ach, das waren noch Zeiten hier. Das waren noch Zeiten. Könnten wir auch zu unseren Drifter ausbauen, aber ich bin ganz ehrlich, ich will lieber eine Corvette haben. Ich hätte da ja schon lieber eine Corvette. Du bist leistungsmäßig, müsstest du eigentlich ganz vorne sein. Also es gibt eigentlich nichts, was dich von irgendetwas abhalten kann hier. Gott, ich liebe dieses Auto wirklich. Es ist echt cool. Es ist halt wirklich cool. Momo heißt das übrigens. Was es so cool macht. So, dann gucken wir mal, dass wir 2 260er Leistungsdinger schaffen. Für den Tagesevent und noch... Was war da noch? Was waren das andere? 260er weiß ich. Ist aber nur ein 200er. Weil wir auch gut den hier machen können, ne? Oder teleportieren wir uns erstmal wieder dahin. Geht halt schneller. Ist halt so, wir müssen auch ein bisschen, ne? Ich muss in einen Kopf fahren. Huch. So, was willst du denn, mein Freund? Was willst du denn für ein Experiment? 270 haben wir. Sie müsste ja eigentlich auch zu den 260er Dingern zählen, oder? So rein theoretisch. Dadurch kriegt man ja auch immer ein bisschen Ruf, ist auch wichtig. Ey, Bambus, Alter, ist voll Bambus. Sagt man das heute noch? Bambus? War ja mal in irgendwann. Diese Strecke wird zeigen, wie gut du bist. Ich bin der Hammer übrigens. Wolltest du mir nicht irgendwas schenken dafür? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, du wolltest mir irgendwas schenken. Ich glaube, ich krieg irgendwas geschenkt. Meine Güte, ist das hier ein Rundenkurs? Ja. Schade. Den Start hast du perfekt hinbekommen. Ich weiß. Ich bin ja auch H-A-M-M-E-R. Hammer, yeah, und tschüss. Da war ein kleiner Sprung drin, das war mir nicht geheuer. Mal sehen, wie du mit Druck umgehst. Wieso? Mein Turbolader funktioniert. Oh Gott. Hey,
Meine Güte. Oh, quatsch doch nicht immer dazwischen, Mensch. Wenn du mal mehr fahren würdest und weniger quatschen, dann wäre vielleicht auch mal was bei dir. Ach ja, Geschwindigkeit 305 war, glaube ich, noch Challenge. Sieh nicht zurück, bleib einfach auf der Linie. Was ist eine Linie? Hier ist keine Linie. Von was für eine Linie redet der alte Mann? Diese zurzeit zusammenhänglosen Gequatsche von denen, echt lustig, ehrlich gesagt. Ich finde es echt lustig, weil die halt einfach nur Quatsch reden. Jetzt trittst du wie ein echter Racer auf. Ja, ich habe euch abgezogen ohne Ende. Auch wenn das jetzt nicht ganz so gut war, aber egal. Können nicht immer King Kalle auf Kanelonian sein. Ich bin raus, aber du kannst es noch schaffen. Ist immer raus. Bin noch nie irgendwo drinnen erlebt. Hallo. So gewinnt man im League-Style. Lucas war früher von diesen Idioten besessen. Und was hat es ihm gebracht? 30.000 oder 31.000 oder 30.900 oder wie auch immer. Warum eigentlich so eine ungerade Zahl? Oh, hier Dex, letzter. Gut. Du Pfeife. Kopfschütteln. Das war sehr erfolgreich. Hat das als 260er gezählt? Hier ist auch noch ein 260er. Würde ich mal sagen, wir schlängeln uns mal nach denen da. Wir müssen noch irgendwie 305 Stundenkilometer erreichen. Aber ich weiß noch keine sehr gute Action dafür. Oder ob unser Wagen das überhaupt schafft. Das ist natürlich auch noch die Frage. Schafft er überhaupt 300 irgendwas? Wir sind ja noch nie so schnell gefahren, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ich habe nie drauf geguckt. Ein Stern nur, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt. Falsch entschieden. Alter, was ist das denn hier? Mein Gott. Das sieht ja aus, da. Hey, Offroader. Wir könnten uns auch hier den hier kaufen und als Offroader einfach machen. Ist ja eigentlich egal. Es kommt ja eigentlich nur auf das Setting drauf an. Ist aber schon ein bisschen low. Ich glaube, wenn wir hier den Berg runterfahren, kommen wir auf die 300, oder? Ich fahre noch mal erstmal ein bisschen weiter. Weil es ist nicht wirklich viel hier zu holen. Naja, 2 Sterne ist ja schon mal was. Mein Gott, die bauen hier nur Unfälle. Aber wenn wir nämlich jetzt so den Berg runterfahren in dem Sinne, sind wir ja nochmal einen Tick schneller. Aber wir kommen aber auch nicht auf die Geschwindigkeit. Oder? Weg da, Autos. Sehr schön, wir haben es geschafft. Ah!
Okay, wir haben es geschafft. Das langt. Wir haben es geschafft. Sehr gut, wir haben es geschafft. Die Herausforderung wollte ich halt noch schaffen. Jetzt müssen wir halt nur noch das eine und dann haben wir all unsere Racing-Herausforderungen geschafft. Das war es nämlich doch ein bisschen, ne? Aber man kann echt spät dann irgendwann auf den ganzen Verkehr reagieren. Oh, ich würde mir im Leben niemals 300 Stundenkilometer fahren. Trauen. Im echten Leben fahre ich auch echt nicht gerne schnell. Also, ne, was heißt schnell? 200 Stundenkilometer heißt schnell. Fahre ich nicht gerne. Bin ich kein großer Fan von, muss ich sagen. Braucht man auch nicht. Kommt auch nicht schneller an. Boah, das war schwach. Das war aber eine schwache Leistung. Dude. Boah, drei Runden auch noch auf diesem riesen Ding hier, oder was? Die anderen können von mir aus die Abkürzung da fahren. Ups, das war aber schlecht genietet. So, aber richtig schlecht genietet. Gleich hier zu so einer Kurve. Nein, danke. Das macht man aber nicht, mein Freund. Naja, so groß ist es ja doch nicht. Es wirkte gerade nur irgendwie so groß. Dann haben wir nämlich da den Ruf nämlich auch wieder zusammengesammelt. Das sind auch nochmal immerhin 12.000 Punkte. Glaube ich, waren das. Die wir uns da besorgen können. Naja, weiß nicht, ob das jetzt wirklich besser war oder schlechter. Dass wir da über den Sand gedriftet sind. Bisschen zu knapp. So, wieder Nitro. Piss dich da mal mit deinem komischen Auto. Easy. Dann haben wir jetzt ja doch die Racing-Herausforderung geschafft. Wenn das jetzt wirklich dazu zählt, ich hoffe es einfach mal. Weil das eine war ja auch 260. Das war ja 270. Hat's gezählt? Nö. Achso, gewinne 3. Achso. Oh. Okay, dann fahren wir die Runde gleich noch einmal, weil wir ja schon hier sind und es eigentlich auch relativ viel Geld gibt. Das sollen 3 Runden sein. Ich dachte nur 2. Dann müssen wir das Ganze noch einmal machen. Naja, das geht ja schnell. Sag ich jetzt einfach mal.